Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda Parallel Worlds. Weiter mit meinem Sklavenmoderator. Xenophobie! Yay! Yay! Ja, bring Content! Du mich auch. So, wir haben also den zweiten Dungeon hinter uns gebracht und müssen jetzt schauen, wo der dritte Dungeon ist. Faroris Isle. Heißt der Dingen. Aber frag mich gerade nicht, wo das ist. Ich guck nach. Bin das gerade leicht überfordert, wo das ist. Ich meine, wir brauchen jetzt das Buch von Modora. Ah ja, Moment. Wir müssen ja jetzt erstmal das Buch von Modora holen. Das kriegen wir ja hier oben. Und dann guck mal einfach mal. Ah, warte mal. Ist das nicht da bei dem Wasser? Weil da ist ja auch... Ja, können wir jetzt gucken. Wir müssen auf jeden Fall... Hier kommen wir jetzt dran und können uns das Buch Modora holen. Und hier das Herzteil natürlich. Yay! Erstes Herzteil gefunden. Leute, wir haben übrigens mal... Es gibt auf... Das ist ja hier der... Hier muss man sich nicht erschrecken. Also hier ist ein Buch Modora. Allerdings muss man hier hinten durch die Wand laufen. So. Bing. So. Wir haben übrigens die 2014-Version von diesem Hack mal ausprobiert, weil ich hab im Internet ein kleines bisschen was gelesen und hab dann gesehen, geil, neuere Version mit verbesserter Textur und bla. Und hab dann alleine nur mal das Guardhaus durchgespielt. Das ist dann einfach nur noch so ätzend langweilig, einfach. Also, wenn ich schon ein Hack spiele, dann will ich auch einen spielen, der saftig schwer ist, aber das war ja echt, in meinen Augen eine absolute Lachnummer. Also du findest den nächsten Dungeon in der Oase. Es gibt Höhlen. Ja, das dachte ich mir schon fast. Ja, das heißt Faroris Isle, also. Ja, aber ich möchte mal eben schauen, weil hier war das jetzt hier direkt schon. Dum, 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 dum. Wenn jetzt hier hochgeht, müsste man. Ja, genau. Hier gibt's ja noch eine Kiste. Die wollte ich noch haben. Mit einem weiteren Herzteil. Yay! Wir haben schon eins gefunden? Ja, gerade eben. Vor ein paar Sekunden. Ja, gerade eben, aber ich meine das erste Herzteil. Ja, eins war jetzt gerade hier drin und das andere stand bei dem Haus mit dem Buch von Modora. Lol. Du bist schon ein bisschen verpeilt heute, oder? Ja, ich hab gelesen, tut mir leid. Ja, ich muss hier für den Noob Ice Age 88 auch eine Komplettlösung bereithalten, sonst kriegt der es ja nicht auf der Kette. Weil ja, irgendwer muss ja den Plan haben. Theoretisch können wir auch ohne Komplettlösung spielen. Das wäre wahrscheinlich noch witziger, wenn ich hier nur am Umherirren bin. Ich weiß übrigens, dass wir einen versteckten Schlüssel brauchen. Den finden wir auch hier ganz in der Nähe. Dafür müssen wir aber Richtung Strand. Weil wir brauchen später... Ich meine, ich habe das Projekt ja damals schon mal verfolgt. Es gab einen anderen Let's Player, der das auch schon gespielt hat. Allerdings hat er die englische Version gespielt und ich wollte unbedingt die deutsche Version haben. Deutsch? Ja, so in etwa. Das war vorhin noch dein Wortlaut. Und hier müssen wir, glaube ich, lang. Ich muss mal eben auf die Karte schielen. Nee, hier unten ist das. Hier unten gibt es einen Schlüssel, hier. Den brauchen wir viel später im Spiel. Hier ist nämlich der Strand, da braucht man einen geheimen Weg, damit man hier durchkommt. Und den Weg finden wir, den müssen wir nachher in dem verwunschenen Wald auch nochmal benutzen, meine ich. Ich weiß nicht, ob das derselbe ist. Ich weiß nicht, ich habe das Let's Play damals nicht lange verfolgt. Du hattest mir den Let's Player ja mal vorgeschlagen und ich habe den nicht lange verfolgt. Also ich fand, man kann ja gerne mal sagen, wer das ist. Also ich habe Jesse666 eine ganze Weile lang geschaut. Allein aus dem Grund, weil er halt sehr, sehr viele Zelda-Spiele gespielt hat. Also er hat ja, ich glaube, bis auf Link's Awakening, aber da möchte ich mich jetzt gerade nicht drauf festnageln. Ich weiß, also zu dem Zeitpunkt hat er erst noch nicht, das weiß ich. Ich weiß aber nicht, ob er es mittlerweile schon gemacht hat. Ich weiß auch noch gar nicht, ob der noch aktiv ist. Ich habe den, wie gesagt, damals nur kurz aktiv verfolgt. Aktiv ist er noch. Er ist unter anderem viel Co-Commentary bei Sui. Echt? Also Sui hat ja im Moment Suis Arena-Leiterburg, wo Sui dann gegen andere Spieler, so Pokémon XY, antritt. Und da ist er halt viel als Co-Commentary bei. Okay. So, aber hier am Vanilla, hier sind wir ja sowieso schon mal richtig am Vanilla-Strand.
Hier oben müsste jetzt irgendwo... Das heißt Vanillestrand. Ja, wir haben die deutsche Version. Ja, ist ja Vanilla Beach müsste es ja sonst eigentlich heißen. Ne? Also auch rein offiziell, bla. Ja, mal eben schauen. Die Hunde sind, glaube ich, tödlich. Ja. 4 ganze Herzen beim Treffer. Okay, hier. Also sagen wir es mal so, mindestens 4 Herzen beim Treffer. Sie könnten ja auch 5 machen und wäre dann trotzdem tot. Was ist hier? Mal schauen. Oh, hey Leute, ich habe mir gerade... ich synchronisieren. Go, go. Der Test auf dem Friedhof hat dich stärker gemacht. Weiter so. Yay! Yay! Das war's anscheinend schon. Yay! Aber frag mal dich, was du hier machen musst. Bimsche. Bimsche. Yay! Yay! Und was haben wir hier? Ein Herzteil! Woohoo! Yay! So, du wolltest was sagen. Wie habe ich denn angefangen? Du hast also, heute... Ja, ich habe mir heute, beziehungsweise vor 15 Minuten, Zigaretten gekauft. Die riechen nach Kuhkacke. Absolut. Also, Leute, epischer Content. As always. Also Leute, für die, die rauchen, ja, ich möchte jetzt niemanden zum Rauchen anstiften, aber trotzdem, die rauchen, die normalen Lucky Strike ohne Zusätze, wenn ihr die aus dem Automaten holt und auspackt und an einer Zigarette riecht, wie an so einer Zigarre, ne? Das riecht nach Kuhscheiße. Jetzt mal ohne Witz. Ich glaube, hier brauchen wir den Enterhaken oder so. Ja. Und hier kommen wir noch nicht drüber. Ah, wo ist denn das Stück, das ich meine? Wow. Ich glaube, du musst Bombe platzieren. Wo? Da, hier? Damit, oben. Immer nach oben. Ja, ich weiß, dass das hier irgendwo war. Nach Norden. Nee, da muss ich. Oder muss ich hier? Wir gehen einfach mal den Screen noch weiter nach rechts. Ist ja. Du kannst auch nach unten gehen und über den Strand-Ding. Übers Wasser. Ups. Naja, egal. Hörst du mir überhaupt zu? Was nicht tötet, härtet ab. Was willst du? Da ist es doch. Da ist das Stück, wo wir hin müssen. Da unten rechts war's. Also muss ich sogar über den Strand gehen, lieber Xedov. Ich habe dich nämlich gehört. Aber hier ist noch ein Herzteil, somit haben wir ein ganzes Herz. Da. So, hier finden wir den versteckten Schlüssel. As I said. Frame lag. Wow. Glück gehabt. Hier müsste... Millimeterarbeit, meine Damen und Herren. Millimeterarbeit. Das ist noch alte Schule, wo man wirklich drauf geachtet hat. Trifft der Pixel mich jetzt oder nicht? Wissen Sie, damals, zu SNES-Zeiten, da war das noch schwerer. Heute kann die Kugel direkt an dir vorbeifliegen oder dich treffen und regenerierst selbst. Damals ging es um jeden Pixel. Oh, hier kann man ja bomben. Du, Onkel. Und hier müsste man ja theoretisch denken, scheiße, die Tür ist zu, aber du darfst erstmal synchronisieren, den stark lächelnden Typ mir. Willkommen im Versteck der Rebellen. Der Turm? Nein, tut mir leid. Wir sind im Moment mit Rheingau beschäftigt. Das ist ja episch. Und hier muss man, das ist so für Leute, die auf Schmerzen stehen, muss man sich hier verletzen und kann durch die zuhe Tür gehen. Da. Und wir sind hier in keinem Dungeon und trotzdem seht ihr dort unten links, da unten, so die Ecke, seht ihr ein Schlüsselsymbol. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass es hier einen Schlüssel gibt, einen versteckten, den man für etwas anderes braucht. Da. Stacheln machen einen Schaden! Darf ich kurz erzählen, für was die Schlüssel gut sind? Oder ja, willst du das ruhig. So? Ja, mach ruhig. Wenn ich mich recht entsinne, du kannst mich gerne korrigieren, das sind die Parallelturmschlüssel. Man braucht insgesamt 7 davon, wenn ich mich recht entsinne. 3 davon findet man selbst im Tempel. Und 3 im Turm. Sag ich ja, 3 im Tempel. Ja, und 3 oder 4 Stück findet man hier. Du findest 4 normale, also so über die Welt verstreut, und du findest 3 im Turm selbst. So, für was man die Schlüssel jetzt explizit braucht, das war, glaube ich, für die verschiedenen Türen, wo es dann zu den verschiedenen Abteilungen ging, um das Level dann quasi zu schaffen. Nein, das ist noch eine ganze Ecke fieser, als du das in Erinnerung hast. Und zwar hat man den halben Dungeon schon durch, also mehr als 3/4 des Dungeons. Man steht praktisch vor Dregors Schüchen und dann kommen die ganzen Türen hintereinander. Das heißt, du musst dich durch den ganzen Scheiß
durch den ganzen scheiß Turm musste dich placken und dann kommen da oben Schlüssel, 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 Schlüssel. Und wenn du dann nicht alle zusammen hast, spätestens dann beißt du dir in den Anus. Alter, du kannst dir in den Anus beißen? Hm. Alter, wie gelenkig bist du bitte? Hey! 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 Oh Mann, es kommt irgendwie immer wieder auf, dieses Ey. Ey. So, aber jetzt die Quizfrage, wo müssen wir hin? Nach Adolf. Also kann ja eigentlich nur, Moment, ich mach die Karte nochmal auf, kann ja theoretisch nur hier sein, da, ne? Ja. Weil hier ist das Guardhaus, da oben ist der Parallelturm, da waren wir ja, hier ist der Sumpf. Schwanz im Mund, Versprecher voller Wind. Richtig. Ja gut, dann... Denk dran, bei seinen Let's Plays erstmal den Penis rausholen und auf den Holztisch schauen, bis er splittert. Hier gab's aber noch... wenn man, nein. Also wir so einmal hier sind... Da nein. Waren wir da schon drin? Gucken wir mal. Waren wir hier schon? Oh nee. Den Onkel brauchen wir nicht. Der zählt eh nur Schnodder. Du Onkel. Ihr Onkel. Mein Sohn, ich will dir etwas sagen. Du, Onkel, willst du dafür irgendwas? Ja, ich will 10 Rubine. Okay, Onkel, hier hast du deine 10 Rubine. Du wirst irgendwann sterben. Okay, danke, Onkel, für diese Info. Und dafür habe ich dir jetzt 10 Rubine gegeben, du Wichser. Hier war komm hier, gute Laune, Sommersonne, Kaktus, du immer. Immer, Sommer. Wee, look at Wee. Me. Look at me. Look at my game is amazing, give it a lick. Amazing, amazing. So, hier war nix, ne? Nee. Machst du das mehr, spielst du da mit den Layern rum, oder? Ja, das ist der Hinweis von Zelda, wenn man die linke Taste und dann die blaue Taste drückt, dann macht man die Layer aus. Weil in manchen Dungeons, wie jetzt, das hätte ich vielleicht mal zeigen können, da wo wir den Schlüssel gefunden haben. Ja, komm, wir haben ja die Zeit. Ich meine, rennt ja keiner weg. Aber deine Olle kommt in 50 Minuten. Nein, meine Olle hat heute Nachtbereitschaft. Das heißt, ich könnte die ganze Nacht... Oh, leck mich doch, du Schlampe! Schlauer mich doch nicht Leute, weiter an, wie er am Ausrasten ist. Weißt ja du gut, Ice Edge, dann können wir gerne noch ein bisschen länger als 22 Uhr aufnehmen. Also, ich hab frei. Echt? Und nicht nur ich, auch meine Brüste. Ja, Leute, nochmal eine kleine Ankündigung, auch in diesem Part. Ich habe es ja schon in der DZ-Aufnahme gemacht. Ich werde am Samstag zu dem Pisa-LP in die Nähe fahren und es wird einen Vlog geben, wo auch mal der schüchterne Ice Edge 88 vor der Kamera tritt. Who knows? Ich werde das auf deinem Facebook-Kanal-Profil verlinken, ne? Just saying. Oh ja, mach mal. Und ist ja nur mein Kanal. Hier müsste man das jetzt übrigens gerade sehen können, mal eben schauen. Nee, sieht man hier nicht? Komisch. Auf jeden Fall kann man dadurch, dass man die Layer ausschaltet, kann man durch Verstecke sehen. Also eine Wand, die da ist, ist dann, wenn man den Layer ausschaltet, auf einmal weg. Ich glaube, das funktioniert nur in richtigen Dungeons. Also nur in den Dungeons. Way. Ich meine, ich als normaler Spieler würde mir denken, gut, die Tür ist zu, hier gibt's keine Schalter. Die Link to the Past-Mechanik funktioniert so, dass eine Tür sich innerhalb eines Raums nur durch einen Schalter öffnen lässt oder durch ein gewisses Event. Wenn aber nichts da ist zum Event auslösen, gerade jetzt in Parallel Worlds, würde ich mir dann erstmal die Frage stellen, ist die Tür überhaupt echt? Also, kann man sich jetzt drüber streiten. Hier kommen wir übrigens hin, also zu diesem Herzteil kommen wir übrigens durch den zweiten Dungeon hin. Warum hast du es dir denn nicht geholt, ey? Ey, sollen wir mal eben zurückgehen? Nee, lass es. Können wir später, du erinnerst mich einfach da dran. Wir müssen noch was holen. Ich werde sowas von vergessen. Weißt du, so, ich schreib mir jetzt einen Zettel, kannst du mich jetzt mal... Weil wisst ihr, später hält das mir dann noch so vor, so, ey. Ja, mein Herzteil vergessen. Ich verliere gerade alles auf meinem Schreibtisch, Leute. Das ist Let's Player-Ordnung. Mikrofon, alles auf einen Platz. So. Ist das nicht verarsche? Guck dir das an. Da denkst du dir, way, da kannst du voll reinspringen und. So, ey. Und dann springst du daneben. What the Okay. P
Pisse 88 erinnern. HT, zweiter T. Ob ich das in 20 Minuten noch weiß, was die Küste bedeuten, dann wage ich mal zu bezweifeln, aber. Was ist denn das hier? Schau mal hier mal. Weißt du, was das ist? Weißt du, was das ist? Das ist Pisser. Das ist das. So, was haben wir hier? Hier haben wir eine Truhe. Mit einem Herbstteil! Wupp, wupp! Und sonst nix. Miep, miep. Haha, Roadrunner. Das sieht mir irgendwie aus wie Copy und Paste von den ersten zwei Räumen von dem originalen A Link to the Past. Ja, wo du dann hier eigentlich im Schloss Hyrule auskommst. Ja, wegen dem Planschbecken und an dem Gang. Ja. Ja, Leute, hier wurde eindeutig die faule Seite manchmal ausgelebt. Man sieht hier eins, dass hier getrickst worden ist, dass einfach altes mit ein bisschen Make-up und ein bisschen Farbe neu angepinselt worden ist. Die schönen weißen Berge mit weißer Wandfarbe angepinselt worden ist, damit es schön nach Schnee aussieht. Ist aber in Wirklichkeit nur Haschisch, aber das interessiert uns nicht. Man sieht definitiv, es ist ein bisschen A Link to the Past, wie in jedem von uns. Was versuchst du da? Den Typen kriegt man nicht. Ich weiß. Oder? Doch! Du bist sehr schnell. Ich kann nicht glauben, dass du mich eingeholt hast. Ich erzähle dir was Gutes. Du kannst die Himmelsinseln von der Wüstenoase erreichen. Yay! 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 Sprite Legs! Bitches! Ich verstehe bis heute nicht, für was die Teile gut sind. Ich auch nicht. Die sind nur da, um dich zu trollen, glaube ich. So, warte mal, hier geht's dahin. Da wollen wir aber nicht hin. Da ist nämlich das Guardhaus. Theoretisch laufen wir gerade im Wasser, laut Map. Wir wollen zur Oase. Weil was ich glaube, für was die Teile gut sind, zumindest hatte ich mal irgendwann das in einem normalen A Link to the Past, da gibt's ja auch einmal dieses Viech. Und ich glaube, wenn du alle davon tötest, bevor sie despawnen, kriegst du Geld. Okay. Ja, Schloss Hyrule wollen wir noch nicht hin. Es ist nicht Hyrule, das ist Lupo. Und wir kämpfen hier auch nicht gegen Ganon, sondern gegen Draghi. Ja, ich nenne ihn jetzt Draghi. Weil er dragisch ist. Er ist ein Dräger. Wollen wir mal schauen, was bei Schloss Hyrule ist? Komm, schauen wir uns mal um. Wir haben ja Zeit! Wahaha, hier ist nix. Oder? Buff dich! Das erinnert mich gerade an Daisy. Wee. We are not going to do anything with you. Der dachte sich auch, screw you, Germans. Was mich mal interessiert, wir springen einfach mal, ich mache hier mal ein Safe und springen wir mal hier drunter und schauen mal, was wir hier finden, ob wir hier drunter können. Hör auf! Das ist die Schwimmmusik, ja. Lass mich doch ein bisschen kreativ sein. Ich habe jetzt gerade so meine kreative Phase. Ja, wann kommt denn jetzt dein Weibchen zurück? Mal so. Morgen früh um 8:30. Gut, dann können wir bis 6 Uhr aufnehmen. Richtig. Hier bin ich noch nie gewesen, fällt mir mal so gerade auf. Irgendwie. Wo sind wir denn hier? Mitten im Nebel. Das sind Wolken. Spitte dich. Weißt du nicht, was Nebel ist? Du hast Führerschein und weißt nicht, was Nebel ist. Ey. Du stresst mich schon ein bisschen, ne? Wey! Ich will mich hier nur umschauen. Ich bin nur Gast hier! Ich bin nur Gast! Ach, geh doch kacken. Ich darf nicht die Save-State-Taste drücken, ich muss... Ja, weißt du, gehst du so KFC rein, bestellst dir irgendwas, so, ey, ich bin nur Gast, ey! Was sind wir denn hier? Triforce schreien! Gib mir! Boah, du bist so ekelhaft laut auf meinen Ohren, ne? Warum? Weiß ich nicht, vielleicht habe ich die Lautstärke nicht ordentlich angepasst. Way! What the f... Imbalek! Alter, was ballert da auf dich? Das Viech da, oder was? Wait, auf jeden Fall episch ausgewichen, aber da kommen wir eh nicht lang. Warte mal, das Viech da schießt auf dich. So, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder hier. Der Mob, der da gerade war, hat gerade so übertrieben auf dich geschossen. Nein, das ist das Türschloss da. Ich nenne es jetzt einfach mal Türschloss, was man mit dem Masterschwert aufschlagen kann. LOL, Alter, ist das Spiel knüppelig.
So, theoretisch sind wir ja jetzt hier in der Oase, dann müsste das ja eigentlich jetzt gleich hier unten sein. Hier unten der Eingang. Also nicht hier der, sondern da, wo es jetzt hier hochgeht. Wo die ganzen Pimmelsviechers hier sind. Die auf einen schießen können und töten. Warum habe ich gerade einen Ohrwurm von dem Sanctuary-Theme aus? I don't know. Ach, das kennen wir doch irgendwo her. Ja, aber vorher kam er hier nicht durch, weil der Hammer gefehlt hat. Flint Hammerhead. Nee, ich meine, das sieht doch so ähnlich aus wie auf dem Weg zum Guardhaus. Ja. Aber das kann das nicht sein? Ich weiß, weil das Guardhaus anders aufgebaut ist. Weil da bist du nämlich von links gekommen. Da konntest du dich noch über die Wand glitschen. Also nach links hin. Nee. Da, unten links. Kannst du dich da nicht noch rüberglitschen? Na, gib es nicht. Ja, hättest du dir ja eigentlich sparen können, den mühsamen Weg dadurch. Ja, ich kannte den Weg ja nicht. Habe ich es gesagt. Oh, Kinders, wie halte ich das nur so lange mit dem aus? Ich freue mich schon drauf. Ich frage mich, wie seine Freundin das mit dem aushält. Die muss doch entweder eine Gehirnverstauchung haben oder extrem darauf stehen, oder? Okay, ich frage mich auch, wie meine Freundin es mit mir aushält, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das frage ich mich auch. Ich glaube, ich mache das ja eigentlich nur, weil das deine Strafe ist. Und ich rein theoretisch auch ins Mikrofon kotzen kann und das dein Bier ist, weil ist ja nur ist dein ja mein Kanal. Du hast aber auch richtig du schiebst da drauf auch richtig einen Film, oder? Natürlich. Das hat sich so in mein Brain eingefräsen. Hui! Spuck mich nicht an! Du dreckige Made. Och nö, tut das Not hier? Tut das Not? Da kriegst du auch noch einen Schlüssel drin, glaube ich. Kann aber nicht. Sonst hätte ich hier ein Schlüsselsymbol. Sehen Sie, meine Damen und Herren, das ist ein aufmerksamer Spieler. Er merkt sofort, wenn sein Co-Kommentator nicht die Wahrheit spricht. Wenn mein Co-Commentary Scheiße baut. Ich meine, ich krieg hier, lediglich... Wer hat mich in die Wand in DayZ gebackt? Wer hat mich in die Wand gebackt? Ich ja, hab ich gesagt. Warum? Ach, jetzt weil ist ich es kann. Mein Schuld. Jetzt ist es mein Schuld. Alter, komm doch runter, du schwule Blume. So, stirb. Ich bin eine Biene. Ich bestäube dich. Ich bin eine Kartoffel. Nein. Ja, dann du eine Nein. Kartoffel bist. Nein! Jude! Haha! Oh, da hat er aber ganz mief, ey. Sief, Digga, Junge, du hast an. Sief. Leute. Der Ice Edge, ne, der haut jetzt hier richtig ein Skillpunkt nach dem anderen aus. Ach denn, jetzt müsstest du da jetzt in der Kurve noch runterfliegen. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Jetzt kriegen wir wieder Rattlesnake, glaube ich. Rattlesnake? Hm? Ja, hier kommt Rattlesnake. Der Boss aus dem Hera-Dungeon dann. Ich weiß. Ich meine, ich könnte jetzt spaßeshalber mein 3DS anschließen und dann so seelenruhig so Ding spielen, so Link Between Worlds. Im Übrigen, ich habe letztens von einem Kollegen erfahren, dass es inoffizielle Bestätigung geben soll, dass es einen 3DS-Emulator geben soll, beziehungsweise dass einer in Arbeit ist. Das wäre natürlich episch, ne? Ja, dann könnte man nämlich so Link Between Worlds Speedrun. Way, what's denn das da? Das Ding hat Drogen genommen. Ich glaube auch. Hey! Herzteil! Nein, Herzcontainer diesmal. Nee, ja. Noch nicht. Fehlt noch eins. Ah, schade. Yay! Herzteil! Yay! Mach mal ein Safe Save und guck, ob da das Ding anhält. So macht man das, wenn man cool ist! Der hätte vielleicht viel mehr Geld droppen können, wenn du ihn einfach mit dem Schwert geschlagen hättest. Aber nein, sowas probiert man ja nicht. Nein. Man hört ja nicht auf den Xedorf LP. Warum auch? Das war schlecht. Boah, die Viecher hasse ich. Ja, die Viecher hasse ich so abgrundtief. Ich hab die sind im Speedrun sind die mir so penetrant auf die Nüsse gegangen, weil die immer im Weg standen. Ja, die standen immer im Weg. Weißt du, du musstest da nach oben, weil du einfach da nach oben musstest. Nein, dann sind noch die lebende Todviech da irgendwo rum, dann die scheiß Brackbratzen, dann noch die Rollbänder, auf denen du dich befindest. Wer soll den ganzen Input managen? Also entweder geht's jetzt hier zum...
Also meine Damen und Herren, Dungeon? Als Otto Normal Gamer kann man nicht mit so viel Input rechnen. Ich bin gerade verwirrt. Ich weiß nicht, ob es hier zum extra Dungeon geht oder... Vor allem sieht man hier... Ich schau mal eben, ob hier sonst noch irgendwas ist. Nein, ist hier... Auf jeden Fall kann ich das aufgrund meines Lebens gerade nicht testen. Wir gehen einfach mal weiter. Ich sage mir es mal so, du bist einfach nur schlecht, deswegen probierst du es nicht. Was, der Chris Hulligan Room? Ja, ich wollte es gerade sagen. Wie ist denn da eigentlich nochmal zu diesem Raum gekommen? Da musste man irgendwie einen bestimmten Weg laufen, in einer bestimmten Zeit. Nein, ich meine, wie der Raum seinen Namen bekommen hat. Das war ja wegen irgendeinem, der... Ja, ich glaube, ein Entwickler war das. Es war kein Entwickler, es war ja irgendwie ein Jugendlicher, der das gemacht hat. Beziehungsweise nachdem der Raum benannt worden ist. Keine Ahnung, vielleicht war der Erste, der den entdeckt hat oder so. Und daher hat er seinen Namen oder keine Ahnung. Das klingt sogar logisch. Oh, guck mal hier. Der Bergopa. Der Turm. Ich weiß gar nichts darüber. Ein Juwel. Versuche in der Höhle in der Nähe des Turms. Du kannst dich hier ausruhen. Yay! Yay! Okay, der Turm. Du musst nicht nochmal synchronisieren. Nee, ich wollte nur wissen, ob er uns vielleicht doch noch was in die Hand drückt. Ach ja. Yay! Okay. Jetzt sind wir ja gleich schon am Turm. Wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ja, da ist der Turm. Ist hier nix? Stresst mich not. Stresst mich not, hab ich gesagt. Wie das Ding einfach rumbuggt. Hoppala. LOL, WTF. Boah, ich hasse diese Kacksäckel, ne? Boah, jetzt tut doch das arme Viehschnie. Ich wollte eigentlich den Moneybag haben, den der fallen lässt, wenn man den killt. Ach, stress mich doch nicht. Hier so, stirb. Stirb, Kartoffel! Yay! Reiß die Hütte ab! Reiß die Hütte ab! Reiß die Hütte ab! Reiß die Hütte ab! Ganz, ganz schnell! Nee, also... Bald wird's hell, wer gelogen. Hurra, hurra, die Schule brennt! Hier müsste es jetzt zum Parallelturm gehen, ja? Oh, aber da kommen wir noch nicht rein. Also da können wir schon rein, aber das bringt uns noch nichts. Otto, guck mal da. Guck mal hier, Favoris Labyrinth. Oh. Also hätten wir den Dungeon gefunden, dann würde ich sagen, machen wir hier einen fabulösen Cut. Alleine wegen der Aufregung und so. Und hören uns im nächsten Part, wenn es wieder Let's Play Zelda Parallel Worlds. Ich bin weg, ciao. Tschüss.